Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Endlich habe ich es geschafft, mich einer Herzensangelegenheit zu widmen. Dieses Video ist für alle Frauen da draußen, aber auch auf jeden Fall für euch Männer, denn ich denke, auch ihr könnt einiges mitnehmen, um uns besser zu verstehen. Und falls ihr eben auch Athletinnen habt, die ihr trainiert, ja, sogar mit denen besser umgehen zu können und einfach mehr rauszuholen. Ich möchte in diesem ersten Video erstmal kurz sagen, warum ich mich überhaupt diesem Thema Menstruationszyklus und Sport vor allem widme. Und habe in ja, meiner ganzen Vorbereitung für dieses Video einfach gemerkt, dass es so viel Stoff ist, dass ich daraus eine ganze Serie machen möchte, weil ich das Ganze eben nicht super oberflächlich behandeln möchte, sondern auch in die Tiefe gehe. Und ja, es gibt im Endeffekt so viele Aspekte, die so interessant sind, dass ihr euch auf eine ganze Serie freuen könnt, die nach und nach ja, veröffentlicht wird. Als erstes möchte ich mich der Frage widmen, warum ich dieses Video überhaupt mache und mich so intensiv mit dem Thema beschäftige. Und es ist so, dass ich ja, einfach an mir selbst festgestellt habe, dass es für meinen Körper unglaublich schwierig ist, einen ja, guten Zyklus zu haben, gerade mit den intensiven Belastungen und auch häufigen Stressphasen, ja, denen ich ausgesetzt bin als Profisportlerin. Und ich denke gerade vielen von euch zu Hause, wenn ihr einen Job habt und noch leistungsambitioniert Sport macht, wird es nicht anders gehen. Dazu habe ich einfach festgestellt, dass wenn ich mich zur falschen Zeit eben zu hart belaste zum Beispiel oder irgendwas passiert, dass ich extrem gestresst bin, schlecht schlafe, irgendwas mich falsch ernährt habe, dass das zum Beispiel meine Regelschmerzen extrem verstärken kann und eben ja auch zu diesen teilweise Unregelmäßigkeiten im Zyklus führen kann. Dazu kommt, dass ich als Profi meine Rennen nicht nach meinem Zyklus aussuchen kann, sondern ich starte bei Weltmeisterschaften, die sind an einem fixen Termin und an dem Tag muss ich abliefern. Und ja, so kam es zum Beispiel, dass ich jetzt 2019 auf Hawaii eigentlich genau in der Phase, ich nenne es so meine kritische Phase, die kurz vor der Periode ist, war, wo man eigentlich auch nicht so leistungsfähig ist und wo ich festgestellt habe, dass wenn ich da zum Beispiel mich dann noch zusätzlich hart pushe im Training oder eben in einem Wettkampf, dass ich mich dadurch hormonell extrem durcheinander bringen kann. Und jetzt war es tatsächlich so, letztes Jahr habe ich quasi durch das Rennen meinen Körper so geschockt, dass ich einen gesamten Zyklus ausgesetzt habe. Und ja, einfach so diese ganze Eigenstudie an mir hat mir das Thema einfach immer näher gebracht. Ich habe angefangen, intensiv zu tracken, verschiedene Sachen und mich zu beobachten, Dinge auszuprobieren und glaube mittlerweile echt einen riesen Erfahrungsschatz gesammelt zu haben, den ich gerne mit euch teilen möchte. In der von mir geplanten Serie möchte ich euch einfach verschiedene Themen intensiv beleuchten, euch Tipps an die Hand geben und ja, vor allem dafür sorgen, dass wir Frauen uns viel mehr trauen, offen über das Thema zu sprechen, unsere Partner, vor allem auch Trainer, wenn ihr jemanden habt, daran teilhaben zu lassen, weil wir eben, wenn wir auf unseren Zyklus Rücksicht nehmen und für ihn statt gegen ihn arbeiten, einfach noch viel leistungsfähiger werden können und vor allem auch mehr aus unserem Sporttreiben rausholen. Ich werde anfangen mit einem Video über den Zyklus, ja einmal so generell, wie er optimalerweise funktioniert, welche Hormone eine Rolle spielen. Habe euch da hinten auch schon was vorbereitet, anhand von dem ich euch das gerne ja, auf eine einfache Art und Weise erklären möchte. Ist extrem spannend, auch wenn
ihr sicher denkt, ihr habt es schon alle mal gehört. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch mal was, was man auffrischen kann. Dann natürlich auch das Thema, warum ein funktionierender Zyklus überhaupt so wichtig ist. Vor allem eben auch für eine sportliche Leistungsfähigkeit. Ich weiß, dass viele Mädels da draußen sich freuen, wenn ihre Periode verschwindet aufgrund von zu viel Sport, weil es so viel einfacher ist, weil man eben nicht mehr darauf Rücksicht nehmen muss, bei Rennen und so weiter. Und da gibt es einiges, denke ich, drüber zu sagen, warum das einfach eine extrem ungesunde Annahme ist. Dann möchte ich nochmal beleuchten, welche Störfaktoren es gibt, die eben negativ auf unsere Hormone wirken. Und ich bin mir sicher, ihr werdet überrascht sein, was für Sachen das sind, abgesehen von eben Stress, Sport und so weiter. Es ja, gibt echt noch viel mehr Sachen in unserem Umfeld, die eben negativ auf unsere Hormone wirken und uns da durcheinander bringen können. Dann ganz wichtig eben auch, was ihr tun könnt, wenn euer Zyklus zu lang, zu kurz oder aktuell gar nicht vorhanden ist, obwohl ihr noch nicht in der Menopause seid. Dann, was ich jetzt eben auch viel über die letzten Jahre gemacht habe, wie trackt ihr euren Zyklus am besten? Wie wertet ihr die Informationen, die ihr da sammeln könnt, aus? Und ja, wie könnt ihr das eben auch einsetzen für euer Training und generell für euer Wohlbefinden im Alltag? Dann super spannendes Thema, wie wir über Ernährung unseren Zyklus beeinflussen können, negativ und auch positiv. Und auf was ihr da zu achten habt, gerade auch in Bezug auf Sport während den verschiedenen Zyklusphasen. Und zu guter Letzt, nee, noch nicht zu guter Letzt, dann natürlich auch, wie der Zyklus das Training beeinflusst. Auch super spannend. Also das ist echt eine Sache, wo ich auch selbst noch viel rumprobiere. Ich sage immer so, jeder Zyklus ist irgendwie auch anders, gerade wenn man eben einen Wettkampfsport betreibt und Training auch immer anders aussieht. Also wie könnt ihr euren Zyklus oder euer Training an euren Zyklus anpassen? Und nun zu guter Letzt widme ich mich dann noch dem Thema, warum ihr keinen Zyklus habt, wenn ihr die Pille nehmt. Also, ihr seht, ja, ist ein super umfangreiches Thema und ich freue mich extrem auf die nächsten Videos, euch ja, mehr Einblick zu geben und bin gespannt auf euer Feedback. Ich freue mich auch, wenn ihr mir unten reinschreibt, ja, ob ihr euch auch darauf freut, was vielleicht auch noch eure Fragen sind, teilt sie gerne mit uns allen. Ich denke, je offener wir alle damit umgehen, ja, umso leichter machen wir es auch anderen, generell darüber zu reden. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.